Dunkle Materie. Heute wissen wir nicht nur, dass es dunkle Materie gibt, wir wissen sogar, dass es 5-mal mehr davon gibt als von gewöhnlicher, sichtbarer Materie. Was wir überhaupt nicht wissen, ist, woraus diese dunkle Materie besteht und wie das Cosinus-Experiment zur Klärung beitragen kann und warum der Name Cosinus-Programm ist. Darum geht es heute in den Science Bytes. Mein Name ist Florian Reindl. Ich arbeite hier an der gemeinsamen Forschungsgruppe des Instituts für Hochenergiephysik, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Technischen Universität Wien. Und ich bin eben Sprecher des Cosinus-Experiments, um das es heute gehen soll. Die Erkenntnis, dass es dunkle Materie im Universum gibt, also Materie, die nicht leuchtet, ist eigentlich nicht neu. Erste Beobachtungen dazu gehen zurück auf die 30er Jahre auf einen Astronomen namens Fritz Zwicky. Das Thema ist dann lang in Vergessenheit geraten, bis es in den 70er Jahren durch Messungen von sogenannten Rotationskurven durch Vera Rubin und Kent Ford so einen richtigen Schub bekommen hat. Und die möchte ich kurz erklären. Wenn man sich eine typische Galaxie ansieht, dann sieht man eben, dass die Materie in einer Galaxie, sprich die Sterne, um das Zentrum der Galaxie rotieren, ähnlich wie im Sonnensystem, wo die Planeten um die Sonne rotieren. Und wie im Sonnensystem würde man jetzt eigentlich erwarten, dass Planeten bzw. bei der Galaxie Sterne, die weiter außen sind, langsamer unterwegs sind als die näher am Zentrum. Das ist beim Sonnensystem so, gilt aber nicht für Sterne in Galaxien, die sind quasi zu schnell unterwegs. Sie müssten eigentlich aus der Galaxie herausgeschleudert werden. Und eine Erklärung, wie man diese Beobachtung eben erklären kann, ist, dass es in der Galaxie nicht nur die sichtbare Materie gibt, sondern eben auch einen Anteil dunkler Materie, der die Sterne anzieht und auf ihrer stabilen Bahn hält. Und das war jetzt nur eine der vielen Beobachtungen, die man gemacht hat, von Galaxien über Galaxienhaufen bis hin zur kosmischen Hintergrundstrahlung. Also auf allen astronomischen Längenskalen, auf allen Ebenen hat man die dunkle Materie gefunden. Man weiß auch ziemlich genau, dass sie 85% der gesamten Materie ausmacht. Was aber allen Messungen gemein ist, ist, dass wir nie die dunkle Materie direkt sehen, sondern wir sehen immer nur ihre Auswirkungen auf die bekannte Materie, ihre Anziehung. Und die Frage ist natürlich jetzt, na, was ist jetzt die dunkle Materie? Wie können wir die entdecken? Und wenn man dann von der Physik des ganz Großen, nämlich der Astronomie, zur Physik des ganz Kleinen, also zur Teilchenphysik geht, dann gibt es in der Teilchenphysik das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Das ist im Prinzip ein Baukasten aus Elementarteilchen und den Wechselwirkungen, den Kräften, die alles zusammenhalten. Und wenn man da nachschaut, wird man feststellen, dass keines dieser Elementarteilchen aus dem Standardmodell eben als Erklärung für die dunkle Materie passt. Wir suchen also nach einem neuen Elementarteilchen jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Wie kann man jetzt danach suchen? Eine Möglichkeit ist die direkte Suche nach dunkler Materie. Hier stellt man eben einen Detektor auf, quasi einen Köder für die dunkle Materie und sucht eben oder wartet auf Wechselwirkungen von Teilchen der dunklen Materie in diesem Detektor. Die Challenge, das Problem an dieser Sache ist, dass wir weder genau wissen, wie diese Wechselwirkung von dunkler mit gewöhnlicher Materie aussieht, noch kennen wir zum Beispiel die Masse des dunklen Materieteilchens. Und deswegen haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine Vielzahl von verschiedenen Experimenten herausgebildet, mit vielen verschiedenen Technologien, die eben für das eine oder das andere besser geeignet sind, um hier möglichst breit aufgestellt zu sein in der Suche nach der dunklen Materie. Was all diese Experimente gemeinsam haben, ist, dass sie kein klares Signal für die dunkle Materie bisher entdeckt haben. Wobei es halt eben ist, wie bei Asterix und Obelix, es gibt ein Experiment, das ein Signal sieht, und das ist das DAMA oder DAMA-Libra-Experiment. Dieses Experiment macht sich die sogenannte Modulation der Ereignisrate zu nutzen. Das werde ich
kurz erklären. Wir haben ja schon gesehen bei den Rotationskurven, dass sich die Sterne um das Zentrum der Galaxie bewegen. Und unsere Sonne ist da keine Ausnahme. Die bewegt sich um das Zentrum der Milchstraße, also unsere Galaxie. Aber zusätzlich rotiert natürlich auch noch die Erde um die Sonne. Und diese Rotation bewirkt, dass wir die Geschwindigkeit der Erde relativ zu dem Halo an dunkler Materieteilchen in der Galaxie verändern. Oder vereinfacht gesagt, im Sommer haben wir quasi den Wind an dunkle Materieteilchen von vorne und im Winter von hinten. Und ähnlich wie beim Fahrradfahren durch den Regen, sollte man also im Sommer in unserem Detektor mehr Ereignisse messen als im Winter. Und DAMA misst eben genau diese Modulation, die, wenn man sie über die Zeit aufträgt, eine Kosinusfunktion ergibt, weswegen wir schon beim Namen von unserem Experiment sind, seit Mitte der 90er Jahre mit enormer Präzision. Und interessanterweise stimmt diese Modulation in der Periode, nämlich ein Jahr, und in der Phase, nämlich mit dem Maximum Anfang Juni, genau mit der Erwartung für dunkle Materie überein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, es gibt ein Experiment, das behauptet, dunkle Materie gefunden zu haben, und eine Vielzahl von anderen Experimenten, die das eigentlich ausschließen. Wie kann das sein? Das Problem an der Sache ist, dass wenn man verschiedene Experimente vergleicht, insbesondere Experimente, die verschiedene, wir sagen dazu Target-Materialien, also verschiedene Materialien für den Detektor haben, ist man da immer mit einer Unsicherheit im Vergleich behaftet. Wie gesagt, wir kennen ja die Wechselwirkung nicht genau, wir wissen nicht genau, wie sie aussieht, und daher müssen wir bestimmte Annahmen machen, wenn wir von einem Material auf das andere umrechnen. Und alle diese Experimente, die DAMA ausschließen, verwenden eben ein anderes Target-Material. Das Target-Material von DAMA sind sogenannte Natrium-Iodid-Kristalle, verwandt quasi mit Natriumchlorid, was Kochsalz wäre. Und das Messprinzip ist eigentlich sehr einfach. Die haben 10 Kilogramm Kristalle, und immer wenn eine Wechselwirkung in diesem Kristall stattfindet, gibt es einen Lichtblitz, den man dann mit Licht Detektoren misst. Und hier setzt jetzt genau Cosinus an. Cosinus nimmt eben auch Natriumiodidkristalle her. Wir haben also das Problem nicht der Unsicherheit beim Umrechnen, aber wir gehen einen Schritt weiter und wir wollen nicht nur ein Lichtsignal messen, sondern zwei Signale von unserem Natriumiodidkristall. Wie macht man das? Ganz einfach, man kühlt den Kristall auf 10 Millikelvin ab, das ist 100 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und was man dann machen kann, man bringt auf den Kristall ein hochsensibles Thermometer auf, und jede Teilchenwechselwirkung in diesem Kristall führt letztendlich zu einem Wärmeeintrag. Und bei diesen tiefen Temperaturen kann ich dann die Temperaturerhöhung messen, und aus dieser Temperaturerhöhung kann ich mir wieder herausrechnen, was die deponierte Energie war. Aber genau wie bei DAMA produziert der Kristall auch Licht. Das macht er natürlich auch bei uns. Das heißt, wir machen einen zweiten Detektor hin, der uns das Licht misst. Das heißt, für jedes Ereignis bekommen wir ein Wärmesignal und ein Lichtsignal. Warum wollen wir nun zwei Kanäle und nicht nur zwei Signale und nicht nur eins? Einfach aus dem Grund, weil unterschiedliche Ereignisse unterschiedlich viel Licht machen. Für die dunkle Materie, die sollte Rückstöße an Kernen machen, also mit den Atomkernen wechselwirken. Und solche Ereignisse produzieren weniger Licht als Ereignisse mit den Elektronen der Atomhülle. Die natürliche Radioaktivität, die man aber überall hat, produziert bevorzugt Ereignisse mit der Atomhülle. Wenn ich also zwischen diesen beiden unterscheiden kann, fällt es mir wesentlich leichter, ein potenzielles Signal zur dunklen Materie von einem Signal von gewöhnlicher Materie auseinanderzukennen. Deswegen verwenden wir zwei Signale. In allen direkten Suchen nach dunkler Materie hat man das Problem der natürlichen Radioaktivität, die uns umgibt, die insbesondere hier auf Meereshöhe oder noch höher von der kosmischen Strahlung dominiert wird. Man muss also den Detektor in ein Untergrundlabor stellen,
In unserem Fall ist es das Gran Sasso Untergrundlabor, was sich in den italienischen Abruzzen befindet, etwa 150 Kilometer von Rom entfernt. Und in diesem Labor haben wir eben 1400 Meter Fels minimal in jede Richtung über uns. Auch das reicht noch nicht aus, um die Detektoren abzuschirmen. Das heißt, unser Experiment wird einen zylindrischen Wassertank von 7 Meter Höhe und 7 Meter Durchmesser aufbauen, in dessen Mitte dann die Detektoren eingebracht werden, nochmals geschützt durch eine Schicht hochreinen Kupfers. Das Ziel ist also, durch Verwendung hochreiner Materialien und viel Abschirmung einen Bereich zu schaffen, der möglichst frei von Radioaktivität ist, der quasi möglichst ruhig ist, wenn man so will. Für den Aufbau braucht man mehr als nur den Wassertank. Oben drüber braucht man einen Reinraum und ein Kontrollgebäude für die Elektronik und Kompressoren und was man so alles braucht. Also im Prinzip sind das zwei etwas größere Einfamilienhäuser, die wir da aufbauen müssen. Und wo sind wir gerade in diesem Prozess? Wir sind eigentlich in einer sehr aufregenden und spannenden, auch sehr arbeitsreichen Phase, nämlich in der finalen Planung für das Experiment. Wenn alles glatt läuft, können wir noch dieses Jahr mit dem Bau des Wassertanks beginnen. Und dann eben wird uns das circa 1 bis 2 Jahre beschäftigen, der Aufbau und auch die Inbetriebnahme des Experiments, sodass wir 2023 dann mit ersten Ergebnissen rechnen können. Welche Ergebnisse erwarten wir uns? Das Ganze ist Grundlagenforschung. Wenn wir schon wüssten, was rauskommt, würden wir es nicht machen. Aber es gibt zwei potenzielle Szenarien. Das eine ist, wir sehen genau wie damals ebenfalls ein Signal der dunklen Materie. Dann haben wir zum einen mal dieses Dharma-Signal bestätigt und zum anderen, dadurch durch die erwähnte 2-Signal-Auslese, können wir mehr über das Signal sagen. Wir können im Gegensatz zu damals sagen, ob die Wechselwirkung am Atomkern war oder mit den Elektronen. Wir können sogar mehr ins Detail gehen und sagen, es war bevorzugt an einem Natriumatom oder an einem Jodatom. Und weitere Vorteile unserer Detektortechnologie erlauben uns eben wesentlich mehr über dieses Signal zu sagen, was auch als zweiten Schritt dann dazu führen sollte, dass wir verstehen, warum die anderen Experimente nichts sehen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass wir kein Signal sehen, wie alle anderen Experimente auch. Aber damit können wir eben dann ganz klar sagen, das Dharma-Signal kann nicht von dunkler Materie stammen, denn wir haben das gleiche Target-Material. Unser Vergleich zu Dharma ist von diesen Unsicherheiten nicht betroffen. Das heißt dann, Dharma müsste eine andere Erklärung für das Signal finden. Schlussendlich kann man sagen, das ist etwas, wo die Community seit mehr als 20 Jahren drauf wartet und hoffentlich haben wir erste Ergebnisse in 2023 und vielleicht können wir uns dann alle wieder zu den nächsten Science Bites treffen und ich berichte von den Ergebnissen.